Ich möchte auch nicht im Kondom stecken. Wer möchte schon gerne im Kondom stecken? So, zweiter Versuch. Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Wenn hier das rote Lichtlein leuchtet, was schon wieder nicht mehr leuchtet, dann läuft die Kamera und ich kann ein schönes Video für euch machen. Also, sei willkommen. Ich bin mal wieder hier in der Ostsee. Ich bin mal wieder irgendwie im geilsten Wetter überhaupt, was gibt. Ich schwitze hier schon, ohne dass ich überhaupt irgendwas tue. Fürchterlich. Aber wir wollen ja jetzt was Schönes kochen. Meine Tonne ist da schon am Start. Die ist richtig heiß gleich. Die hat auch richtig Bock bestimmt, für uns was zu tun. Deshalb wollen wir gar nicht so viel quatschen. Ich habe hier vom letzten Mal, hatte ich ja letztes Mal in dem Video schon erzählt, so ein bisschen Spanferkelkrone. Da haben wir noch ein paar Stücke von. Die will ich jetzt gleich da auf der Tonne so pur schön braten auf den Punkt, damit die richtig geil sind. Schön kross. Saftig, wird richtig geil. Dann habe ich hier Karotte klein geschnitten und hier an der Seite haben wir noch ein paar Kartoffelspelten. Jetzt kommt's Intro und dann geht das hier los. Ab wie die Luzi. Für alle, die meine Barrel noch nicht gesehen haben, ich habe eine Barrel Q, die habe ich mir aus Holland kommen lassen. Ich habe die einmal so ein bisschen modifiziert, habe da so eine große, schöne Stahlplatte drauf. Und mit der werden wir jetzt schön uns etwas zu essen machen. Als erstes tue ich hier heute meine Karotte drauf. Richtig heiß heute. Letztes Mal hat das so ein bisschen geschwächelt, als ich Burger gemacht habe. Ich habe jetzt aber auch anderes Feuer darunter. Ich hatte letztes Mal Kohle bzw. Briketts und diesmal habe ich Kohle, weil es hier in ganz Grömitz keine Briketts gibt gerade. Aber, wie wir sehen, die machen richtig Feuer. So, ein bisschen Öl da drauf, da drunter. Wollen ja auch, dass das hier schön gar wird. Die brauchen mit am längsten. So, mein Fleisch habe ich jetzt schön gewürzt von beiden Seiten. Und jetzt tun wir das mal schnell auf den Grill. So, jetzt tun wir mal schön hier unser Fleisch mit auf meine Barrel. Hier habe ich schon meine Kartoffeln liegen. Da sind schön meine Karotten am Anrösten. Die sehen schon richtig geil aus. Hier brät jetzt mein Fleisch. Karotten kann ich schon mal so ein bisschen rausnehmen. Lasse ich meine Kartoffeln da mal ein bisschen rüberziehen. Die brauchen noch ein bisschen mehr Öl, damit das ein bisschen besser geht. Das machen wir auch gleich noch. Und dann kann ich mit dem Fleisch das mal hier aus dem Schatten nehmen und schon mal hier ein bisschen rüberziehen. Ja, so wollen wir das haben. So, Fleisch ist schön am Brützeln. Karotten sind schon fast fertig. Die Kartoffeln auch. Das sieht doch schon alles richtig geil aus. Und meine Schwarte da wird auch langsam kross. So, das sieht doch schon alles ganz genial aus. Meine Karotte hier. Die sind schon schön weich. Meine Kartoffeln sind fertig. Fleisch sieht auch genial aus. Das Problem bei mir ist gerade, dass ich so ein bisschen Probleme habe hier mit der Performance, weil es gibt ja hier in Grömitz gerade keine Briketts und ich muss das mit Kohle machen und das ist immer so ein bisschen blöde. So, ein Stückchen Fleisch tun wir uns hier auf den Teller. Schön was an Karotte und Kartoffel. Ihr habt noch so ein bisschen Salat und Mozzarella da hier auf den Rand getan. Das ist doch ein schönes Essen, oder? Finde ich auch. Sieht richtig geil aus. Ich freue mich drauf. Und es geht sofort weiter. Das war unser schnelles, geiles Video schon wieder. Spanferkelkrone auf der Tonne gebraten mit Karotte, mit Kartoffelspalten dabei. Ein bisschen Salat. Ein schnelles, schönes, geiles Gericht. Draußen an der Luft gemacht, bei Sonnenschein, an der Ostsee. Was Besseres geht gar nicht. Sorry, dass im Hintergrund da, glaube ich, zwischendurch die Mülltonne zu sehen war. Das wird beim nächsten Mal nicht mehr sein. Das ist natürlich oberätzend und muss auch überhaupt nicht sein. Ja, solltet ihr trotzdem mein Video gefallen haben, gib mir einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Channel, falls er dir gefallen hat. Damit du kein Video von mir verpasst, mach einfach das Glöckchen an. Und es sagt Tschüss, der Frank vom footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal hier in Grömitz an der Sonne. Ciao, ciao. Bis dann. Ich
sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows.